Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Adventure Doppelpunkt Psy, Folge 34. Der deutsche Episodentitel ist ein bisschen dämlich, weil er heißt Die Hikari der Dämmerung. Da Hikari aber einfach nur Licht heißt, haben die ein bisschen falsch übersetzt und wahrscheinlich gedacht, dass der Charakter gemeint ist. Ich denke aber, es soll einfach heißen Das Licht nach der Dunkelheit. Und wer die Folge halt gesehen hat, der wird, denke ich, dann auch zustimmen, dass dieser Titel doch etwas besser passt. Also gleich vorweg, wenn ihr genauso wie ich inzwischen die Schnauze voll von Taichi und Agumon habt, schaut euch die Folge nicht an. Sie ist es nicht wert. Denn die anderen tun immer noch genau das, was sie vor 5, 6, 7 Folgen auch noch tun. Yamato reitet immer noch mit Garurumon in derselben Gegend herum. Garurumon ist nie erschöpft, es tauchen keine Gegner auf, die machen nie eine Pause und ehrlich, solange wie die da rumreiten, warum treffen die nicht inzwischen auch schon auf Taichi? Sora hat es ja auch mit Birdramon recht schnell geschafft, wieder auf Taichi zu treffen. So, dasselbe ist auch mit Kushiro der Fall, der fliegt immer noch auf Kabuterimon herum. Auch er müsste inzwischen eigentlich Taichi getroffen haben. Ja, er hat dann immer noch als einziger Zugang zur realen Welt und sagt eben was wegen den Problemen und hält die anderen, beziehungsweise Taichi auf den Laufenden, die anderen ja nicht. Ja, wobei er zumindest zugegeben hat, dass es im Moment nichts anderes gibt, was er machen könnte. Ja, und dann haben wir da eben Joe und Gomamon, die immer noch in diesen heißen Quellen sitzen. Ja, sie sagten zwar beide, sie hätten jetzt keine Zeit zum Baden und sie wollten aufstehen, aber das Blossomon, was auf einmal friedfertig ist, hat die beiden dann daran gehindert aufzustehen und es möchte, dass sie weiter in der heißen Quelle bleiben. Verdammt, was will dieses Blossomon? Warum ist dieses blöde Pflanzen-Digimon überhaupt an einem heißen Ort, also an den heißen Quellen? Ich meine, ist es da nicht viel zu warm für das? Und selbst wenn, warum digitiert Gomamon nicht zu Tsurumon und haut es mit dem Hammer einfach platt? Dann könnten sie abhauen, aber nö, ist ja dumm und lustig. Und genau dasselbe wie mit Mimi, eigentlich ja ganz interessant eventuell, aber nö. Wir sehen jetzt auf einmal, obwohl es in der letzten Folge so war, dass Togemon gegen Rockmon gekämpft hat, dass Rockmon Mimi und Togemon jetzt wohl irgendwie verehrt und sich mit ihnen angefreundet hat. Was da genau passiert ist, keine Ahnung, wir werden es niemals erfahren, weil es sind nicht Taichi und Agumon. Also bitte, irgendwo nervt das langsam nur noch. Aber gut, wenigstens hatten wir hier eine Horde Wademon und die haben auch gesprochen und mehr oder weniger auch ein Ziel, weil sie wollen nämlich Millenniumon, eigentlich handelt es sich dabei ja um Moon Millenniumon, aber es wird immer nur Millenniumon genannt, sie wollen ihm halt Kraft geben, um es wieder zu erwecken. Deswegen waren da auch überall schwarze Kristalle, das waren halt alles so Splitter und so von Moon Millenniumon. Blöd fand ich natürlich, dass Hikari wieder null Angst hatte und Wademon scheint jetzt Galnightmon irgendwie zu kontrollieren. Nur, ich verstehe das einfach nicht. Es wirkte für mich nicht so, als ob Skull Knight bzw. Dark Knight Mon Hikari entführt hätte, nur damit er sich dann opfert. Da gab es überhaupt keinen Hinweis für. Jetzt dagegen war es dann so, es hieß, er soll das tun, wofür er gedacht war. Er und Hikari sollen sich opfern, um eben Moon Millenniumon Energie zu geben. Also hat er Hikari kurz so ein bisschen manipuliert und dann in sich aufgenommen. Zuvor war es ja so, dass Agumon halt eben zu Greymon digitiert ist. Vorweg, Agumon, Greymon und Garurumon waren in der Folge wieder äußerst hässlich animiert. Ja, und Greymon konnte natürlich erstmal den Attacken wunderbar ausweichen. Er konnte dann auch wahnsinnig hoch springen, während Birdramon natürlich am Anfang wieder einen auf den Deckel gekriegt hat. Ja, und dann wollte Taichi halt Hikari retten. Sie hat aber nur gelächelt und hat die Hand halt nicht ausgestreckt und wurde dann halt komplett absorbiert. Ich finde aber die Sache mit Hikari und Dark Knightmon und so, es erinnert mich doch ein bisschen an Cross Wars mit Dark Knightmon und Nene. Nicht ganz so, aber so eine kleine Ähnlichkeit ist da auf jeden Fall mit drin. Nun ja, jedenfalls war es am Anfang auch noch okay, was den Kampf anging, denn Birdramon hat sich halt um dieses Maildramon Dark halt gekümmert und dann tauchten ein paar Evilmon auf und um die hat sich Pegasusmon gekümmert. Blöd war nur, dass Birdramon zum Ende der Folge hin dann zu Garurumon digitiert ist und mit einer Attacke gewonnen hat und die Evilmon, die haben gar nicht angegriffen und gar nicht wirklich was gemacht und Pegasusmon hat dann schon die meisten geplättet, während es noch digitiert ist. Das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich übertrieben. Apropos Pegasusmon, ist euch mal aufgefallen, dass das Vieh auch verdammt groß ist? Ich weiß, dass der Kero ziemlich klein ist, aber nein, Pegasusmon ist hier auf jeden Fall auch größer. Nun ja, Greymon ist dann natürlich wieder zu Metall-Greymon digitiert, die Digitation durften wir halt wieder sehen. Er ist dann ein bisschen ausgewichen, hat ein bisschen angegriffen, wieder die Waffe seiner X-Form bekommen, hatte aber keine Chance. Ja, und diesmal klebte Taichi auch nicht an seinem Kopf fest, sondern er musste sich an seinem Horn festhalten. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber er hatte keine Chance. So, Hikari war dann natürlich in Dark Knightmon drinne, hat auch schon angefangen, sich so ein bisschen aufzulösen, hat dann aber ein Leuchten gesehen, ist natürlich dahin gegangen,
Was war dieses Leuchten nur? Das war ja sowieso klar, Gatumons Heiliger Ring, logisch, ne? Ja, und dann hat sie ja auch also keine Angst gehabt, bis so ein bisschen Schleim oder so kam. Da hat sie sich erschreckt und hat mal ein bisschen Panik bekommen. Ja, okay, klar. Ja, aber sie hat nicht aufgegeben, ist weitergegangen und aus dem Heiligen Ring kam dann halt Gatumon und dann hat sie sich halt gefreut und hat es umarmt. Und in dem Moment ist dann eben Metall Greymon zu War Greymon digitiert, hat Dark Knight Mon durchbohrt und daraufhin dann eben Hikari und Gatumon befreien können. Ich meine, gut, dass War Greymon es durchbohrt hatte, machte Sinn, da Dark Knight Mon auch schon dabei war, sich aufzulösen. Das war ja auch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, diese Folge wäre besser gewesen, abgesehen mal davon, wenn die anderen auch dabei gewesen wären und sie wirklich alle zusammengekämpft hätten. Das fehlt mir einfach in dieser Staffel. Es ist immer nur Taichi und ein bisschen mal wer anders oder nur Taichi. Und ich denke, genau in dieser Folge hätte man vielleicht wirklich das erste Mal War Greymon sehen sollen. Das wäre doch irgendwie besser gewesen. Es hätte doch auch einen Grund gegeben, dann, dass Taichi halt, dass Greymon keine Chance hat und Metall Greymon keine Chance und der ist dann hoffnungslos, weil Agumon halt keine Chance hat, überhaupt was zu machen. Und dann kommt War Greymon, damit Taichi seine Schwester retten kann. Ich denke, hier hätte War Greymon wirklich deutlich besser gepasst als dieses Pseudo-War Greymon und dann nochmal Pseudo-War Greymon und dann das richtige War Greymon. Tja. Und nun die Sache mit Gatomon. Warum ist Gatomon in Skull bzw. Dark Knight Mon drinne? Ich könnte jetzt sagen, vielleicht erfahren wir das in der nächsten Folge. Aber ehrlich, daran glaube ich nicht. Denn wenn es um Erklärungen geht, ist Psy ja so, wir erklären gar nichts. Wie war das? Takeru, wie kommst du hierher? Das weiß ich nicht. Ja, toll. Und dann auch die Frage, warum ist Gatomon auf dem Champion-Level? In Adventure hatte es einen Grund dafür. Es hat lange Zeit hart trainiert. Und jetzt ist einfach so. Okay, gut. Naja, und davon abgesehen, ich meine, auf der Website von Digimon Adventure Doppelpunkt Psy stand eigentlich, dass Gatomon Taichi und die anderen beobachten würde. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir ja wieder mal zu viel gedacht, aber ich habe am Anfang vermutet, dass Gatomon hin und wieder einfach mal so auftauchen würde, also dass man den Schatten sieht oder den Schwanz oder die Ohren oder sowas und dass es die dann wirklich beobachtet, Informationen sammelt oder ihnen vielleicht so mal irgendwie helfen tut, sodass die Kinder das nicht bemerken, aber der Zuschauer bemerkt, da ist noch ein Digimon und das hilft ihnen oder sowas. Und ja, was ist das jetzt? Ich meine, das kann man nicht beobachten nennen. Naja, und sonst natürlich noch ein Fehler im Untertitel. Wargreymons Attacke heißt nicht Brave Tornado, sie heißt Great Tornado. Wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Und naja, jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr denn dazu, wie Hikari auf Gatomon getroffen ist? Was sagt ihr zu dem Kampf? Habt ihr auch die Schnauze voll von Taichi und Agumon? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Noch als kleine Info, ausnahmsweise gibt es diese Analyse heute an einem Sonntag, normalerweise ja immer montags. Da ich aber jetzt ab Montag umziehe, heißt es, dass ich natürlich nicht so viel Zeit habe, um irgendwas aufzunehmen. Es gibt zwar natürlich noch ein paar geplante Videos in der Woche, ist klar, aber ich denke mal so, die erste Februarwoche müsst ihr nicht unbedingt groß mit irgendwelchen Videos rechnen. Das heißt, auch die Psy-Episode, die neueste, kann sich dann so ein bisschen verschieben. Vielleicht schaffe ich die natürlich noch in der Woche. Es kann aber sein, dass ihr dann auch erst, also quasi dann doppelt mit der nächsten Folge erst in der zweiten Februarwoche kommt. Ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt und sonst danach eben so spätestens ab der dritten Februarwoche wird alles wieder so sein wie sonst auch.